Willkommen zu Kapitel 7. Nachdem wir uns im letzten Kapitel hauptsächlich mit abstrakter Homotopie-Theorie beschäftigt haben und vielen allgemeinen Konstruktionen, wollen wir uns in diesem Kapitel ganz auf eine konkrete Konstruktion konzentrieren, nämlich die Fundamentalgruppe von Räumen. Wir haben im letzten Abschnitt, also im Abschnitt 6.5, die Konstruktion des Fundamentalgruppoiden gesehen. Das war also eine Kategorie, wo wir eben Homotopieklassen von Wegen als Morphismenmengen betrachtet haben und einen sehr allgemeinen Rahmen. Und wir werden jetzt im Prinzip einen Teil dieses Fundamentalgruppoiden rausnehmen. Also im Prinzip das, was wir jetzt in diesem Kapitel betrachten werden, war jetzt im Prinzip schon mal dran. Wir werden auch gleich sehen, in welcher Form. Allerdings führt es jetzt dazu, dass wir keine ganzen Kategorien mehr betrachten, sondern wir können jetzt topologischen Räumen Gruppen zuordnen. Diese Gruppen sind eben definiert auch wieder durch Homotopieklassen. Ne? Und hier wird es also jetzt wieder ein bisschen elementarer. Wir werden jetzt erstmal in den ersten Abschnitten, die ersten beiden Abschnitte werden etwas theoretischer. Da werden wir allgemeine Konstruktionen anschauen zur Fundamentalgruppe und gewisse erste Eigenschaften. Danach wird es dann darum gehen, wirklich Fundamentalgruppen von Räumen mal konkret auszurechnen und damit auch mal Anwendungen zu finden und zu sehen, was man damit eben machen kann, was wir vorher nicht konnten, ne? Wozu diese Fundamentalgruppen unter anderem gut sind. Okay, wir fangen direkt an mit der Definition. Erstmal zwei vorbereitende Sachen und dann gleich die Fundamentalgruppe dazu. Wir nehmen einen beliebigen topologischen Raum und wir legen einen Punkt fest in diesem Raum. x0 aus x. So, nachdem wir im Fundamentalgruppoiden alle möglichen Wege betrachtet haben, konzentrieren wir uns jetzt auf einen bestimmten Fall von Wegen, nämlich geschlossene Wege. Und damit meine ich eben Wege, die beim selben Punkt anfangen, wo sie aufhören. Ne? Und dann, die kriegen einen neuen Namen. Sowas nennt man nämlich eine Schleife. Also eine Schleife in x. Ist ein Weg, also eine stetige Abbildung von 0, 1 nach x, Gamma aus px, dem geschlossen ist, das heißt Gamma von 0 ist gleich Gamma von 1. So, das werden wir uns jetzt vorrangig anschauen, also solche Schleifen. Und zwar machen wir jetzt erstmal das Folgende, wir betrachten erstmal die Menge aller Schleifen in einem Punkt, und zwar Omega von x, x0, ne, also hier ein großes Omega, von x, x0 sei einfach die Menge aller Schleifen, die beim Punkt x0 anfangen und aufhören. Das heißt, wir haben die Menge, das hatten wir als Wegeraum, können wir es auch so schreiben als p von x, x0, x0 in der Schreibweise aus dem letzten Kapitel. Und das heißt nochmal explizit, die Menge aller Wege mit Gamma von 0 gleich Gamma von 1 gleich x0. So, und diese Menge hier, ne, das kann man jetzt auch wieder mit der Kompakt-Offen-Topologie versehen, das hier heißt Schleifenraum von x in x0. So, und was wir schon gesehen hatten, wenn wir jetzt den Raum von Wegen nehmen mit festen Endpunkten, haben wir eben darauf im letzten Kapitel auch die Relation Weghomotopie betrachtet. Wir wissen, Weghomotopie erhält halt die Wege innerhalb dieses Raumes. Das heißt, wir haben hier auf diesen Schleifenräumen auch wieder Weghomotopie definiert. Und da betrachten wir jetzt die Äquivalenzklassen. Nämlich wir machen Folgendes, ne, das haben wir im Fundamentalgruppoiden im Prinzip auch schon gemacht, und zwar ist hier die Notation Pi1. Von x, x0, ne, mit Bezug auf x0, das sei definiert als der Schleifenraum Omega x, x0 und jetzt modulo der Äquivalenzrelation Weghomotopie. Ne, also Weghomotopieklassen von Schleifen, die in x0 anfangen und aufhören. Ne, das ist jetzt, das haben wir indirekt in der Fundamentalgruppoiden schon gesehen, aber das ist jetzt quasi die Konstruktion. Das Ding heißt Fundamentalgruppe, und zwar ist es wirklich eine Gruppe? Die Multiplikation auf dieser Gruppe muss ich jetzt noch definieren. Das ist also jetzt quasi die Definition als Menge. Und das machen wir wie folgt. Wenn wir die Weghomotopieklasse einer Schleife Alpha haben, ich nehme die Notation, ist aus dem letzten Kapitel komplett übernommen, ne? Also mit diesem Klammer mit diesem W dran heißt Weghomotopie. Wenn ich jetzt die Weghomotopieklassen von zwei Schleifen miteinander multipliziere, dann meine ich damit, das soll die Weghomotopieklasse sein von Alpha Sternchen Beta, also von der Konkatenation der beiden Schleifen. Dadurch, dass hier alle denselben Anfangs- und Endpunkt haben, kann ich natürlich alles hier konkatenieren. Also ich hänge zwei Schleifen aneinander und nehme die Homotopieklasse. Das Ganze ist wohl definiert, das haben wir im letzten Kapitel gesehen, dass eben diese Konkatenation, also das ist quasi die Homotopieklasse von dem hier, nicht von der Wahl der Repräsentanten von den Homotopieklassen hier abhängt. Also wenn ich durch was Weghomotopes Alpha oder Beta ersetze, wird das hier weiter Weghomotop sein, das haben wir gezeigt. Das war in der Konstruktion des
Fundamentalgrupoiden drin. Und deswegen gibt das, ist das wohl definiert. Also das hier ist jetzt in der Notation gemeint für alle Alpha, Beta aus dem Schleifenraum. So. Ne, und das Ding, das heißt also Fundamentalgruppe von X im Basispunkt X0. Also P1 von X, X0 mit dieser Multiplikation heißt Fundamentalgruppe von X im Basispunkt X0. So, und jetzt der Name Fundamentalgruppe deutet eben an, dass es eine Gruppe ist. Das habe ich noch nicht bewiesen, das werde ich aber gleich machen. Also das ist jetzt nicht trivial, aber das folgt im Prinzip aus der Grupoidenkonstruktion, die wir schon gesehen haben. Jedenfalls, ja, das wird also wirklich gleich eine Gruppe sein, wie wir noch sehen werden. So, bevor ich dazu komme, diese Gruppeeigenschaft nachzuweisen, eine kleine Bemerkung, und zwar gibt es noch andere Möglichkeiten, diese Fundamentalgruppe auszudrücken, mit den Begriffen, die wir schon kennen. Also alternative Beschreibungen der Fundamentalgruppe, und damit meine ich jetzt erstmal nur die Menge, ne? Also von P1XX0 als Menge, wenn ich jetzt erstmal die Gruppenstruktur vergesse. Und da gibt es jetzt noch drei andere Möglichkeiten, wie man es auch schreiben könnte, nur mal zur Orientierung. Ich werde jetzt im Wesentlichen die Definition benutzen, also diese Möglichkeit. Einmal, wenn ich jetzt das mit dem Fundamentalgrupoiden vergleiche, dann ist das hier dieser Raum der W-Homotopie-Klassen von Wegen mit festen Endpunkten. Genau das taucht auf als Morphismenräume in unserem Fundamentalgrupoiden. Das sind also eine Morphismenmenge hier. Das heißt, einmal kann ich es betrachten als Morphismenmenge im Fundamentalgrupoiden, also in der Kategorie groß Pi von X. Und da wäre es nämlich genau P1 von X, X0. Das entspricht genau den Morphismen in der Kategorie Pi von X, von X0 nach X0. Objekte waren ja gerade die Punkte in X. Das heißt, so habe ich es wirklich als einen Teil des Fundamentalgrupoiden, die Fundamentalgruppe. So, das wäre die eine Möglichkeit. Das zweite ist, dass man es durch relative Homotopieklassen nochmal ausdrückt. Da ist nämlich jetzt, ja, also durch relative Homotopie. Homotopieklassen, um genau zu sein. Da kann ich es nämlich so ziemlich simpel hinschreiben. Da ist es jetzt P1 von X, X0 ist gerade die Menge der Homotopieklassen von 0, 1 in den Raum, aber relativ zu den Endpunkten, also relativ zu 0, 1 nach X, relativ zum Punkt X0. So, das ist jetzt etwas komplizierte Weise, wie man die Fundamentalgruppe als Menge quasi auch noch schreiben kann. So wäre es als relative Homotopieklassen. Und die dritte Möglichkeit gibt es noch. Und das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich. Das ist, also das hier, ja, ist eigentlich folgt direkt aus der Definition von Weghomotopie. Das dritte ist jetzt nicht ganz so offensichtlich und das ist eine Übungsaufgabe. Ich kann nämlich die Fundamentalgruppe betrachten als Wegkomponenten des Schleifenraums. Also als Wegkomponenten von Omega XX0. Und zwar meine ich damit, es gibt eine Bijektion von P1 von XX0 in die Menge der, also Bijektion, ich schreibe, meine Notation dafür ist, dass ich so ein 1 zu 1 quasi oben drauf schreibe, das ist kein Unentschieden, das heißt nur, dass quasi ein Element jeweils auf ein Element abgebildet wird. Beziehungsweise, dass es für jedes Element ein eindeutiges Urbild gibt und so weiter. Also, dass es ein eindeutig ist, das möchte ich damit sagen. Also, ein eindeutig. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich habe eine Bijektion von der Fundamentalgruppe in die Menge der Weghomotopieklassen. Die haben wir beim letzten Kapitel mit P0 geschrieben. Die, Menge der Wegkomponenten. Die haben wir mit P0 bezeichnet, die Menge der Wegkomponenten vom Schleifenraum X, X0. Und hier ist natürlich jetzt gemeint die Kompakt-Offen-Topologie. Das ist eine Teilmenge, eine raumstetige Abbildung. Das mit der Kompakt-Offen-Topologie, dann kriege ich quasi genau die Wegkomponenten hier rüber. Ne? Und das ist eine Übungsaufgabe. Das ist, gucken, ich habe eine Nummer aufgeschrieben, genau, es ist Platz 10, Aufgabe 4.
So, entschuldigt bitte den abrupten Schnitt. Ich hatte gerade wieder ein Problem mit dem Mikrofon. Da ist leider immer noch nicht alles 1A. Ich hoffe, die Tonqualität ist heute wieder gut. Sonst bitte ich es zu entschuldigen. Ich musste gerade nur kurz an den Regler ein bisschen rumgreifen, habe dann bei der Gelegenheit mal direkt gewischt. Okay, jetzt haben wir verschiedene Arten und Weisen gesehen, die Fundamentalgruppe zu beschreiben. Aber jetzt bleibt eben noch die Gruppenstruktur erstmal zu erkunden. Und zwar, das machen wir direkt als Satz. Satz 7.3. Wir nehmen schon mal gleich zwei topologische Räume. Ich will mich gleich noch eine Sache direkt mit erledigen. Und einen Punkt x0 aus x. So, dann ist erstmal Teil A das P1 von xx0 mit der Multiplikation, die ich gerade definiert habe, wirklich eine Gruppe ist. So, wenn ihr euch angeschaut habt, wie der Fundamentalgruppoid definiert war und was wir aus der Gruppoideigenschaft gemacht haben, dann könnt ihr euch jetzt auch denken, wie dann neutrales Element und die Inversen aussehen. Nämlich das neutrale Element ist jetzt einfach nur, das waren ja gerade die Konstantenwege, das heißt, das war das quasi das Identitätselement aus dem Fundamentalgruppoiden. Ich schreibe es jetzt einfach nur mal als 1 in den meisten Situationen. 1, und zwar ist das die Homotopieklasse des Konstantenweges in x0, der ist natürlich eine Schleife, ne, und das davon dann die Weghomotopieklasse. Und dann noch kurz, was die Inversen sind. Wenn ich eine Schleife nehme, Alpha und deren Homotopieklasse, dann ist das Inverse dazu, und das ist auch wieder im Prinzip die Gruppoideneigenschaft, die jetzt hier wieder kommt. Da haben wir nämlich jetzt schon gesehen, dass hier das Inverse davon, müssen wir sich jetzt gleich nochmal zeigen, ist einfach die Homotopieklasse, die Weghomotopieklasse des andersrum durchlaufenden Alpha. Also wir laufen Alpha rückwärts und da hatten wir gesehen, dass das so gesehen die Inversen dann liefert. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das heißt, das ist das Inverse und das ist hier also für alle Alpha aus dem Schleifenraum in x0. So, ne? Da haben wir erstmal eine Gruppenstruktur und nicht nur das. Ich habe jetzt ja schon einen zweiten Raum definiert. Wenn ich eine stetige Abbildung habe von x nach y, so, dann haben wir jetzt schon gesehen, nämlich jetzt Notation, die wir schon mal hatten, dann induziert mir eine stetige Abbildung auf eine Abbildung auf den Homotopieklassen hier an der Stelle. Indem ich einfach nämlich die Homotopieklassen von, also indem ich die Schleifen nehme und mit f nach y schiebe und da als Schleife bekomme und deren Homotopieklassen mir anschaue. Ne, das heißt, das war jetzt die Abbildung, die wir immer als f Sternchen bezeichnet haben. F Sternchen, das machen wir auch hier, von x0. So, dass jede Schleife mit Basispunkt x0 wird dann von f abgebildet auf eine Schleife in y mit Basispunkt f von x0. So, und das ist jetzt eine Abbildung zwischen zwei Gruppen. Und also, ja genau, also f Sternchen von, nochmal zur Erinnerung, der Klasse von Alpha ist einfach, oh, falsche Klammer, die Klasse von f verknüpft Alpha. So, und die Aussage hier ist jetzt, das ist ein Gruppenhomomorphismus. So, ne? Das heißt also, wir kommen quasi vom Reich der topologischen Räume in das Reich der Gruppen, beziehungsweise Reiche, das können wir inzwischen etwas vornehmen als Kategorien bezeichnen. Wir kommen also von den topologischen Räumen in die Gruppen hinein und da werde ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, auf diesen Kategorienaspekt, aber das nur nebenbei. So, das heißt also, die Konstruktion haben wir. Und das Schöne ist jetzt, das haben wir im Prinzip alles schon bewiesen, man muss es sich nur überlegen, dass es aus den entsprechenden Gruppoideigenschaften folgt. So, und zwar gucken wir jetzt mal zurück zum Fundamentalgruppoiden, nämlich wenn ich mir anschaue das Produkt von zwei Homotopieklassen Alpha und Beta, so von Alpha und von Beta, dann war das definiert als die Homotopieklasse der Konkatenation Alpha Sternchen Beta und das war ja im Sinne des Fundamentalgruppoiden war das gerade die Verkettung, die wir dort definiert hatten. Das heißt, das hier kann ich jetzt schreiben, wenn ich jetzt die alte Notation wieder nehme, als die Klasse von Beta Kringel der Klasse von Alpha, da muss ich jetzt eben gerade die Richtung umdrehen, weil es genauso kategorisch andersrum gedacht ist. Genau, also da das hier eben gilt, wobei eben die Verkettung, also dieses Kringel die Verkettung des Fundamentalgruppoiden sei. So, dann folgen die Gruppeneigenschaften aus den entsprechenden Gruppoideneigenschaften. Ne, es folgen die Gruppeneigenschaften aus Kategorieeigenschaften von
von Pi von x aus Satz 632a. So, und das reicht schon, denn was wir eben für die Gruppe brauchen, wir haben erstmal die Assoziativität und wir hatten ja gesehen, dass diese Verkettung assoziativ ist. Das ist ja gerade eine Teil der Definition einer Kategorie. Ne? Das heißt, das haben wir hier erfüllt, daraus folgt dann die Assoziativität des Produktes einfach direkt. Also wir betrachten ja quasi jetzt nicht mehr den kompletten Gruppoiden als Kategorie, sondern wir beschränken uns so gesehen auf ein Objekt, auf das Objekt X0 und auf die zugehörigen Morphismen. So, und da haben wir jetzt also die Assoziativität aus der Kategorienassoziativität und das neutrale Element folgt eben aus dieser Neutralitätseigenschaft der Identitäten in der, im Gruppoiden. Denn das hier ist ja gerade das Identitätselement, wenn ich jetzt in Kategorienbegriffen widerspreche, das Identitätselement in den Morphismen von X0 nach X0. Und das hat ja gerade diese Eigenschaft, dass die Verkettung damit nichts bewirkt. Und genau das ist ja die Definition eines neutralen Elements in der Gruppe, wenn ich jetzt die Multiplikation hier nehme. Das heißt, damit folgt dann direkt diese Eigenschaft hier. Ne? Und damit haben wir also direkt, ja, wir haben ein neutrales Element und wir haben Inverse. Und die Inversen, da hatten wir nämlich gesehen, und zwar, ich habe ja erstmal gezeigt, dass es eine Kategorie ist. Das heißt, da kriegen wir das. Und die Formel für das Inverse dass das Inverse gleich der Klasse des rückwärts durchlaufenden Weges ist, das haben wir in dieser Gruppoideneigenschaft gesehen. Da haben wir ja eben gesehen, dass die Verkettung mit einem Weg immer ein Isomorphismus, also dass jeder Morphismus ein Isomorphismus ist, das war die Gruppoideneigenschaft. Und da war gerade immer, wenn ich einen Weg durchlaufe und dann die induzierte Abbildung benutze und dann die induzierte Abbildung, indem ich den Weg rückwärts durchlaufe, kehren die beiden sich um. Und das ist hier genau der Effekt. Das ist ja gerade genau das, bloß dass ich eben hier dasselbe Objekt habe. Ne, das ist also einfach nur ein Spezialfall von dem, wo wir die Gruppoideneigenschaft schon gesehen haben. Ne, also das ist quasi eine Konsequenz daraus, dass in dem Gruppoiden, also jeder Morphismus ist Isomorphismus. Das spiegelt sich hier dann wieder. Ne? Das heißt, das ist wirklich das Inverse dazu. Also im Wesentlichen ist einfach nur das Wichtige, dass Alpha verkettet mit Alpha quer homotop zum Konstantenweg ist. Das haben wir auch schon explizit gesehen im Weghomotopie-Abschnitt. Und damit kriegen wir jetzt diese Formel. Das heißt, im Prinzip folgt das hier, Moment, aus Satz, ja, also das war im Beweis dieser Gruppoideigenschaft von, also Beweis von Satz / Definition war das, 636. So, und ähnlich ist es jetzt mit Teil B, also wir wollen zeigen, dass das ein Gruppenhomomorphismus ist. Und das folgt jetzt im Prinzip auch schon aus dieser Kategorieneigenschaft, beziehungsweise aus den damit verbundenen Sachen. Wir hatten nämlich gesehen, wenn ich jetzt F nehme, also eine stetige Abbildung hier, und ich betrachte jetzt, damit kann ich dann einen Funktor definieren, der den von dem Fundamentalgruppoiden von X auf das Fundamentalgruppoid von Y abbildet. Das heißt, damit habe ich quasi auch Abbildung zwischen den Morphismenräumen und nichts anderes habe ich hier. Ich habe eben in der alternativen Beschreibung gesehen, das sind gerade die Morphismenräume des Fundamentalgruppoiden und diese induzierte Abbildung ist nichts anderes als die Einschränkung des entsprechenden Funktors. So, und dass das ein Gruppenhomomorphismus ist, das sagt ja nichts anderes aus, als dass es also mit dieser Produktstruktur verträglich ist. Und das folgt aber daraus, dass der Funktor, ne, den hatten wir immer geschwungenes Groß F mit Index F genannt, dass der mit dieser Verkettung verträglich ist. Das heißt, das haben wir auch schon gesehen. Ne, also diese Homomorphie-Eigenschaft, die folgt aus der entsprechenden Funktoreigenschaft. Das machen wir einmal ausführlich. Also nach Definition ist F Sternchen, und ich schreibe das jetzt mal einmal ins Morphismenräume auf. So, das geht von den Morphismen in Pi von x, x0, x0. Das war die alternative Beschreibung der Fundamentalgruppe. So, und das bildet jetzt ab in die Fundamentalgruppe von y. So, da haben wir die Morphismen in Pi von y. So, und da ist jetzt das Objekt eben gerade der Bildpunkt von x0. Das heißt, wir haben hier f von x0, f von x0. So, und das nichts anderes ist dieses F-Sternchen und das ist die Einschränkung dieses Funktors, den ich gerade erwähnt habe. Also die Einschränkung des kovarianten Funktors, Funktors groß FF. So, das war also jetzt als Kategorien geschrieben, Funktor von Pi von X nach Pi von Y. Aus Satz 632b. So, und dann kann man jetzt eben nachrechnen, dass diese Gruppeneigenschaft aus der Verkettungseigenschaft folgt, also aus der Funktorialität. Dann gilt nämlich für alle, nehmen wir mal zwei Schleifen, Alpha, Beta aus Omega x, x0.
das F-Sternchen von Alpha mal Beta. So, und da jeweils die W-Chromotopie-Klassen. So, wenn ich jetzt das als Verkettung schreibe und das hier als Funktor, dann steht hier nichts anderes als FF von Beta-W-Chromotopie verkettet mit Alpha-W-Chromotopie-Klasse. So, und da ist gerade die Funktoreigenschaft jetzt gefragt, denn die sagt ja gerade aus, dass das dasselbe ist wie FF von Beta-W verkettet mit FF, jetzt war ich gerade kurz irritiert, ja, ich habe keinen Denkfehler, FF von Alpha zur W-Chromotopie-Klasse. So, und das kann ich jetzt wieder andersrum aufschreiben. Das ist jetzt, wenn ich jetzt das Ganze rückwärts mache, ist das dasselbe hier wie F-Sternchen Beta, also ich kann es mal einmal noch mit der Verkettung schreiben, F-Sternchen von Beta zur W-Chromotopie-Klasse verkettet mit F-Sternchen von Alpha in der W-Chromotopie-Klasse. Und jetzt muss ich nur noch wieder das Produkt dafür schreiben. Da kann ich ja eben wieder die Notation durch die andere ersetzen. Dann steht hier einfach nur F-Sternchen von Alpha mal, ne, das ist jetzt wirklich hier die Gruppenmultiplikation, F-Sternchen von Beta W. So, das heißt, F ist Gruppenhomomorphismus. Mehr ist es ja nicht zu zeigen. Ne? Also, ja. Damit haben wir es dann schon. So, also das ist jetzt schon mal schön. Das heißt, wenn ich jetzt mal die Kategorien und den Gruppoiden und so, wenn euch das alles ein bisschen zu abstrakt ist, reicht jetzt erstmal, sich hierauf zu fokussieren, dass wir erstmal sagen, wir nehmen die Gruppe und wir nehmen die entsprechenden Gruppenhomomorphismen. Das wird erstmal ausreichen für die nächsten, für die nächsten Abschnitte auf jeden Fall. Okay, so, und ich hatte eben schon angedeutet, es gibt hier eine schöne Eigenschaft, denn hier folgt eine schöne Tatsache. Das mache ich als Korollar 7.4. Nämlich, ich habe jetzt schon über Kategorien und Funktoren gesprochen, ich kann jetzt in etwas anderer Art und Weise, wenn ich mal den Fundamentalgruppoiden komplett vergesse und ich betrachte nur die Fundamentalgruppe, kann ich die auch als einen schönen Funktor schreiben. Nämlich, wir erhalten einen kovarianten Funktor, So, und jetzt müssen wir überlegen, was macht dieses P1? P1 nimmt sich ja quasi einen Raum und einen Basispunkt und ordnet dem eine Gruppe zu. Und beziehungsweise auf den Morphismen bildet es stetige Abbildungen auf Gruppenhomomorphismen ab, wie wir gerade gesehen haben. So, und das können wir jetzt als Funktor schreiben. Diese Paare x mit dem Punkt aus x, das war die Objekte in der Kategorie Top-Sternchen. Das hatte ich Top-Sternchen genannt in den Beispielen. Das heißt, wir gehen quasi davon aus, dass wir Paare nehmen von Räumen mit Punkten drin und stetige Abbildung zwischen den Räumen, die Basispunkte erhalten, also Top-Sternchen, in die Kategorie der Gruppen und der Gruppenhomomorphismen. Die hatte ich GRP genannt. Ne? Also so kriegen wir einen Funktor und da muss ich jetzt noch eben einmal explizit sagen, wie dieser Funktor das macht. Das ist einmal die Objekte. Wir kommen von den Objekten von Top-Sternchen in die Objekte von GRP, indem wir einfach, ne, ganz banal die Zuordnung, ein Paar x, x0 wird auf die Fundamentalgruppe von x in x0 abgebildet. So, und dann müsste ich noch sagen, was mit den Morphismen passiert. Das sieht jetzt wild aus, die Morphismen in Top-Sternchen. Hier brauche ich ein bisschen mehr Platz. Tut mir leid. Ich muss ein bisschen weiter hier ansetzen. Jetzt geht mir gerade das Tafelbild flöten. Die Morphismen in der Kategorie Top-Sternchen von x, x0 nach y, y0. So, das war nach Definition von der Kategorie Top-Sternchen. Sind das einfach nur stetige Abbildungen von x nach y, die den Punkt x0 auf den Punkt y0 abbilden. So, und die werden abgebildet, also zu jedem solcher stetigen Abbildung bekomme ich einen Homomorphismus. Das heißt, das ist ein Morphismus in der Kategorie der Gruppen von Pi1 von x, x0 nach Pi1, y, y0. Und da wird einfach nur f, also die stetige Abbildung, das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin, f von x nach y wird abgebildet auf f Sternchen. Und damit ist jetzt der Gruppenhomomorphismus aus dem letzten Satz gemeint. So, da muss ich jetzt nur noch überprüfen, dass das funktoriell ist, ne? Also dass das wirklich die Funktoreigenschaften hat, das machen wir sofort.